die Tage des Vergessens sind vorbei. Jetzt kommen die Tage des Erinnerns. Verinnert, verinnert, verinnert. Tick, 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 tick. Falls du noch nicht rappst, sag ich mal, du würdest gern. Mach's wie ich, reim Kiebiskane auf Kürbiskern. Dein Lohn, mein Sohn, du kannst der Nächste sein. Muss man zwei Texte schreiben, keine Angst, da wächst du rein. Vorausgesetzt, du traust mir jetzt. Frag mich, was ist, mach ich das Biss und du schraubst die Tracks. Ich halte nix von alten Tricks und Mutprobenkram, weil ich bei denen stehe, die TNT als Blutgruppe haben. Die schuften Meister hart in den Katakomben und drehen schweißgebadet an heiß erwarteten Bomben. Wenn du einmal klug bist, brauchst du hier nur unterschreiben. Kaum kleingedruckt, du sollst von so 400 Seiten. Sei der Held, sei der Welt ein Tag von Geil. Hey, warum sagst du nein? Ich frag's und kein. Glaubst du, ich mag's zu schreien? Du schlagst schon ein. Wir hauen uns stark Strom rein durch Mark und Bein. Wir lachen uns schäckischer, ja, wir laden uns auf. Wir machen uns dreckig, so sind die harten Jungs drauf. Und dann machen wir's publik wie Mannequins Piss. Weil der ständige Mist nicht mehr zu bändigen ist. Solange du noch die Grundzutaten weißt und nicht, was Guthaben heißt und wie man Dukaten scheißt, solange bringen wir ihnen das Ding mit dem Bass, ey yo. Für klingelnde Kasten und singende Masken, ey yo. Wir lassen sie glauben, sie würden drauf warten, sodass Mann und Frau zum Hürdenlauf starten. Händler kapitulieren und ganze Clubs tanzen. Jede Party mutiert auf unseren Substanzen. Weil wir das Zeug für Trommeln und Zwerchfälle haben, bauen wir euch eine Bombe und Zwerchprellen den Laden. Dann wollen wir doch mal sehen, ob das Ding Power hat. Du bist dran, roter oder blauer Draht. Boom, boom, trinkt durch meine Beats. Bastel ich für euch die Bombe. Die Bombe. Die Hände, Mann, und Bauch, die ganze Bombe zu zweit. Boom, boom, wenn ich das Mikrofon teste, bastel ich für euch die Bombe. Wir beide sind vom gleichen Schlag. Und das hier ist Bombenbasteln leicht gemacht. Zeig mir die Gesangskabine, weil ich ne Chance verdiene. Dann baue ich dir aus ner Bandmaschine ne Panzermine. Und damit werden wir die Speaker verhunzen. In unserem Hardcore-Labor als Speaker und Bunsen. Wir wollten den Leuten noch was fürs Geld bieten. Mit Bomben drohen und trinken auf dem Weltfrieden. Das zum Wohl, mein Freund, kein übler Jahrgang. Doch die Glut ist nicht aus, die Wut ist nicht raus vom Drüberlabern. Wir wollten doch alle, die auf Schmalspur rappen, wie Abracababa rasalisch nach Karlsruhe schleppen. Und dann mit dem Tourspektakel alle burnen. Bei denen kann man nur Stecknadeln fallen hören. In der Regel wird Kinn und Kegel dein Demo lieben. Noch später denn jeder, du bist am Arsch wie Hämorrhoiden. Schrei doch zurück, wenn du dich für lauter hältst. Nur komme nicht mit irgendwelchem widerlichen Kauderwelsch. Mach jetzt wegen dem Kleinkram kein Angepissen. Und so einsam deinen Namen in Dankeslisten. Wichtig ist doch, dass du keine Reue kennst. Denn treue Fans sind ebenso sicher wie neue Trends. Der Kunde bleibt im Grunde, auch wenn's Pubertierende kaufen. Der König persönlich, weil er subtrahiert den Haufen. Für den harten Roughneck und den schwemmenden Teenie sind wir ein Dienstag weiter wie Werner und Zini. Und jedes Kind war spätestens nach dem Vorgucker. Alles andere ist so unraffiniert wie Rohrzucker, ja, ja. Und aus diesen, welchen oder jenen Gründen wollen auch die gut gemeinten Bomben meistens eh nicht zünden. Also lass uns aufhören, mich nervt der Style. Pack ein das Ding, aber bitte entschärf das Teil. Boom, boom, trinkt durch meine Beats. Bastel ich für euch die Bombe. Die Bombe. Die erste Bombe zu zweit. Boom, boom, wenn ich das Mikrofon teste, bastel ich für euch die Bombe. Die Bombe. Wendemann, bastel Bomben nur für sich. Bastel Bomben nur für sich. Wendemann, bastel Bomben nur für sich. Bastel Bomben nur für sich. Tick.